Ich habe mich gerade gefragt. Ragazzo, behind this door lies a world you cannot imagine. This will be a day of remembrance for you. Prepare to be tasered. Curioso, eh? I like that in my ladies. But not too much, eh, boys? No. I come to see your face, Miri, my bellissimo flower. Oh, you. Flattery will get you everywhere. Gott, was für ein Flittchen. That's my girl. Ein Flittchen. Va bene. It's this way. I'll be waiting for you in the bottom. In die Wotter. Alles klar. Dann lugen wir natürlich auch mal hin. Oh, unser Kessel ist fertig geworden. Nice. Halt, warte. Kessel. Hauptsache erstmal vorwärts drücken, ist ja egal. Hauptsache irgendwas drücken. Schnell. Kessel. Ah! Computer stürzt ab. Und das obwohl PlayStation. So, einen viel geileren Bogen. Für die nächsten Zutaten muss ich aber auch erstmal einen Armorbogen. So, für die nächsten Zutaten muss ich aber erstmal einkaufen gehen. So, den Bogen gebe ich Angelo nochmal schnell. Dann braucht er nicht mal sein komisches Schwert da verwenden. Jeder weiß, dass das Schwert doof ist. Hundert Schaden, geil. Ja. Und schon ist Angelo, hat jetzt auch 100 Schaden, er macht jetzt auch 100 Schaden. Fast so viel wie... Wie wir. Okay, es macht ihn nicht gerade stärker, aber es ist cooler. So, und wir sind, wie man sieht, in der Monster Arena. Geil, die Monster Arena fand ich einfach so geil. Wo ist denn, oh, die ist auf der anderen Seite da. Das war immer so geil. Monster Arena hat echt immer so unsagbar viel Spaß gemacht. Das war echt, das ist so ein geiles Feature hier. Es lohnt sich auf jeden Fall wirklich. Es lohnt sich komplett doll. Super, mega toll. Toll. You'll be amazed, eh? This is what I wanted to show you. Can you feel it? The sights, the sounds, the smells! Hooray! I thought that name was our little secret. I'm not telling the whole world. Okay. Excuse me, my flower. Yes, the sights, the sounds, the smells. Der hat's nötig. Simplissimo. This is a place of monster combattimento. Teams of the three monsters fight heads to heads. There are seven different ranks for your team to try, eh? And this is all you need to know. It's simple, no? So, ragazzo,
You are wanting your own team, eh? Ja. I knew you would say yes. But the rules say you will need the 200,000 gold pieces. Now you know why this place is full of the rich people, eh? So, ragazzo, can you pay the money? Ja. I like that about you. Ragazzo. But be careful what you're saying, eh? I explain what I mean. The 200,000 gold pieces you need for to have your own monster team, I will make the payment for you. But, naturalmente, I not give it to you without no wires attached, eh? There are conditions. You must swear this one thing. You must swear to fight your way to the very top of the monster arena. What do you say? Can you swear it? Do you have what it takes? Can you conquer my monstrous pit? Nope. Then it is decided. Ragazzo, from this moment, you are the owner of your very own monster team. Ich hab doch Nein gedrückt, ich kann das nicht. Just to make sure you give it your best shooting, okay? Ja, na gut, dann geben wir halt nur unser Bestes. Das ist so doof, der Typ. That is all I can. Ragazzo, from this moment, you are the owner of your very own monster team. Ja! Eigenes Monster Team. Ja, endlich. Und jetzt können wir richtig die ganzen berüchtigten Monster. Müssen wir jetzt erstmal jagen. Eindrucksvollen Namen. Ja, das, ich hab schon einen. Aber selbstverfreilich. Let's see what you got, eh? It must be 18 letters or less. Okay. Ich weiß, ihr findet alle diesen Namen unsagbar eindrucksvoll. Flauscheplüsch ist der richtige Name für ein Monster-Team. Warte so. Okay. Flauscheplüsch, okay? Ja. That's your name? Ah, where is the forza? The bravado, the passion, eh? Was ist der? Ich find's gut. Ragazzo, you have named your team. Now, you must think of the team members. At first, your team will consist of the three monsters you found for me. Lonely Joe, Squiggles, and Smite. But, of course, you will never reach the top of Mori's monstrous pit with such a team. You need to find the stronger monsters during your travels. To make your team better. And remember this. The strength of the monsters in the team is also affected by the strength of the team owner. But that doesn't mean you will have the strong team just by being the strong owner. And the monsters are not like the humans, no. They don't get no stronger by fighting more. In some other words, if you want your team to be better, you must swap the team members
Wo kommt eigentlich der ganze Wind her, ständig für seinen Schal? Wo kommt denn das Feuer her? Schlüssel zur Monster Arena und steckt ihn in den Beutel. Wir haben die Schlüssel erhalten. If you want to be smart, you talk to some people and get the information first, eh? I look forward to seeing your gusto. Ragazzo, buona fortuna. Ja, Gesundheit. Unser eigenes Monsterteam, na endlich. Ich habe noch nie mit den Leuten geredet. Ich glaube, die sagen mir, wo ich starke Viecher finde, oder? Cool. Ich spreche mal ganz kurz mit ein. Mori ist der einzige Mann auf der ganzen Welt, der tote Monster wiederbeleben kann. Ja, er hat's wirklich drauf. Ich habe neulich zum ersten Mal einen Hexaurus aufgestellt. Jetzt habe ich endlich zwei axtschwingende Monster in meinem Team. Jetzt brauche ich nur noch einen und ich habe sie komplett. Also werde ich bald mit meinem Kumpel losziehen versuchen, einen zu finden. Hexasaurus ist das Ding Hackzilla, was wir gesehen hatten in Fairbury, ganz am Anfang der Reise. Und den werden wir uns auch holen. Ja, weiter so, gib mir Saurus. Ich hier zu erfahren, wo ich gute Monster finde? Oh, euch habe ich das noch nie hier gesehen. Und, wie ich sehe, habt ihr einen Schlüssel für die Arena. Also hat Mori euch eingeladen, nicht? Na, was haltet ihr davon? Ziemlich interessant, oder? All diese reichen Leute kommen von überall her und versammeln sich in dieser kleinen Arena mitten in der Wildnis. Das ist die ultimative, höchste Auszeichnung, die alle Reichen begehren, seht ihr? Der Besitzer des stärksten Monsterteams der Welt zu sein. Mein bestes Ergebnis bisher war die zweite Runde von Klasse D. Allerdings war das von mehr als 10 Jahren. Mein Geld reicht heutzutage wohl nicht mehr, um starke Monster einzukaufen. So, mit dem wollen wir nicht reden, denn wir wollen ja hier keine Runde starten. Ich weiß es. Wisst ihr es auch? Nee. Na dann sage ich's euch. Starke Monster in einem Team zu haben, kann das Team verbessern, aber es gehört mehr dazu, als nur ein paar starke Monster, um zu gewinnen. Ihr müsst eine Menge verschiedener Kombinationen ausprobieren, um das Beste aus eurem Team rauszuholen. Zum Beispiel drei Monster aus derselben Familie zusammenstecken und so weiter. Das hat Opa mir erzählt. Oh ja, das ist alles noch sehr hilfreich. So, Omi, was ist mit dir? Ich habe mehr als 40.000 Goldmünzen aus meinem Vermögen bezahlt, um mein Monster-Talent Speer einen Schädelreiter abzukaufen. Und doch sind die Ergebnisse alles andere als zufriedenstellend. Ich nehme an, es gibt wohl ein Problem mit der Zusammensetzung des Teams. Ja, was weiß ich denn, ey. So, wir machen jetzt aber wir gehen jetzt erstmal raus und machen Feierabend. Das ist wichtig, jetzt müssen wir auch. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn wir dann anfangen, ich werde mich jetzt nach Fairbury teleportieren und da können wir uns dann, wie gesagt, wir brauchen Hackzilla, wir brauchen Wambo und dann müssen wir uns noch irgendeinen anderen Drachen raussuchen und dann werden sie noch stärker. Oh Gott, die werden so stark. Und glaubt mir, die Arena wird wirklich hart. Die wird wirklich hart. Es ist nicht einfach, die zu schaffen. Also komplett zu schaffen, bis zum Ende. Es ist nicht einfach, die bis zum Ende zu machen. Das dauert wirklich bis zum Ende des Spiels. Sonst schaffen wir das nicht. Weil die sind echt hart nachher, die Gegner. Anfangs sind noch so, ja, du kriegst so ein paar Goodies und ein bisschen was geschenkt und ja.
Und kriegst dann nachher sogar auch noch Fähigkeiten, womit du deine Monster-Team in Kampf rufen kannst, dass du sie austauschen kannst und alles. Das wird noch richtig hilfreich. Besonders Bosskämpfe lassen sich damit echt gut machen. Aber jetzt gehen wir nochmal ganz schnell ins Inn. Ganz schnell ins Inn, ins Inn, ins Inn. Und dann können wir auch erstmal wirklich die Aufnahmepause machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir uns ausruhen müssen. Aber ich mach's einfach, weil ich's kann. Weil ich's kann. Bevor wir das jetzt aber wirklich mal speichern, möchte ich mal ganz kurz mal echt nach Caldera schauen und mal sehen, was er sagt. Weil da war ich noch nie gewesen. Weil interessiert mich jetzt ja doch nicht. Nur weil ich das Lösungsbuch habe, bin ich halt gleich dahin gegangen, wo ich hin sollte. Aber ich habe nie mit den Leuten geredet, die mir wirklich weiterhelfen. Habe ich noch nie gemacht. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Ich spüre, dass es einen Grund für euren Besuch gibt. Ihr seid gekommen, damit ich euch die Zukunft vorhersage. Nun gut. Da ihr es seid, werde ich eine Ausnahme machen und auf die Entlohnung mit irdischen Gütern verzichten. Ihr braucht mir nicht zu sagen, was ihr wissen wollt. Meine Kristallkugel wird mir alles verraten. Wird sie mir heute sagen? Ja, ja, der Nebel lichtet sich. Ich sehe eine Burg und einen jungen König. Er lächelt glücklich. Er besitzt das, was ihr sucht. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Den Rest müsst ihr selbst herausfinden. Ein junger König, der lächelt. Und eine Burg. Immer noch sehr vage. Ich will jetzt nochmal nach Doktorchen. Ich muss das echt mal, das habe ich noch nie gemacht. Ihr wisst, dass das wichtig ist. Weil das war ein ziemlich schwammiger Hinweis, muss ich sagen. Eine Burg, ein König, der lächelt. Gut, wie viele andere Könige haben wir getroffen? Ne, wir haben wirklich... In Pickham ist kein König, in... Port Prospect war kein König, Furbury hat keinen König, Alexandria hat keinen König. Also rein theoretisch führt es doch nur zu einer Stadt. Nach Ascanta oder wie das heißt, da wo wir den König nämlich geholfen haben. Mit dem Mondschatten-Ding-Typen da. Sonst haben wir, glaube ich, keinen König. Also wenn man wirklich drüber nachdenkt und auch im Spiel aufgepasst hat, könnte man eventuell wirklich das sich erahnen, wo man hin muss. Möchte ich aber trotzdem nochmal mit Doktorchen reden. Da müssen wir uns überlegen, was wir uns noch für... Wen wir als drittes im Team haben wollen, ich weiß es noch nicht. Muss ich erstmal gucken, was es noch gibt und alles. So, Doktorchen, du weißt alles, habe ich gehört. Hallo, Doktorchen, hast du noch ein paar Infos für mich? Ah, Yangis, wie geht's denn so? Habt ihr das Schiff gefunden? Yep, aber hast du schon mal was von einem Ding namens Mondschattenharfe gehört? Wir brauchen das Teil unbedingt. Die Mondschattenharfe? Ich glaube, in Ascanta gab es mal einen wertvollen Gegenstand mit diesem Namen. Danke, Dr. Chen. Ich wusste doch, dass du den Durchblick hast. Ich hau jetzt besser ab nach Ascanta. Tschüss. Bis dann. Immer in Eile, was? Oh, niemand will mit ihm smalltalken. Das war ja easy going, wa? Aber gut, dass wir in Pickham sind, da kann ich nämlich noch Eisenschilde kaufen. Denn Eisenschild plus diese Silberplatte macht nämlich ein weißes Schild für Jessica und Angelo. Ein starkes Schild, was auch, ich glaube, Feuer und Eis abhält. Also ein starkes Schild, was man gebrauchen kann. Was ich mir dann offscreen wirklich, ich crafte mir das offscreen zurecht. Ich hoffe, das stört nicht. Weil wie gesagt, ich würde dann hier nur im Kreis laufen und das wäre irgendwie ein bisschen mies, oder? Das wäre schon ein bisschen öde. So, jetzt aber... Tatsächlich machen wir jetzt wirklich Feierabend. So, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
wenn wir erstmal Monster für unser Monster-Team zusammen sammeln. Ganz ehrlich. Es hat leider nicht geklappt mit 4.900, 7.600, 5.000 und 6.000. Ach, die wären alle Level abgegangen. Es hat leider nicht hingehauen mit einem Metallschleim, aber was willst du machen, ne? Wenn du keinen findest, dann wird das auch nichts. Schon doof gelaufen. Naja, was soll's. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal Glück. Wir müssen da ja nochmal hin. Und es gibt auch noch viel mehr Metallschleime, die man finden kann. Es wäre aber trotzdem schön gewesen. Ich gebe es dazu. Es wäre echt schön. Ich habe auch keine Lust, die zu farmen. Naja. Okay, Kirche in Westen Trudain, egal. Pickham mal wieder. Ich verabschiede mich jetzt und naja, bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss. Tschüssi.